Schön. Liebe Christina, juche! Juche! Ich freue mich, dass du mich so anstrahlst mit deinem unglaublich schönen, echten, wahren, wundervollen Sein. Ja, du bist in mein Herz rein. Ah, alles ganz freudig, kann ich nur mitstrahlen mit dir. Und ich bin total happy, dass ich dich heute interviewen darf zu unserer Arbeit, beziehungsweise in Wahrheit deiner Arbeit, ja, weil das meiste musst du ja selber machen. Das darfst du selber machen. Was war so der Punkt in dir oder vielleicht auch eine Entwicklung, eine Resonanz in dir? Na, was war die Bewegung, die dich letztlich dazu gebracht hat, mich anzusprechen, mit mir zu arbeiten? Magst du davon ein bisschen erzählen? Wir sind jetzt schon eine Weile unterwegs, ne? Wir haben erstmal Stimmarbeit viel gemacht, jetzt geht es gerade auch um andere Themen, aber erzähl einfach mal du, was hat dich überhaupt dazu bewogen, zu kommen? Genau. Ja, und irgendwie, also ich kannte dich ja schon, ich habe dich ja schon einmal gesehen in der Nature Community, genau, und Energie gespürt und so. Da habe ich so gedacht, ah ja, das mache ich mal. Und war erst so ein bisschen skeptisch, ob das per Zoom klappt mit dem also Singen und so, aber es war voll gut und hat voll Spaß gemacht. Mhm. Ja, und dann bin ich da erstmal dabei geblieben beim Singen. Und dann irgendwann hat sich das gewandelt, ich weiß gar nicht mehr, aber dann irgendwann waren wir plötzlich in der Energiearbeit oder dann kamen Themen auf und dann haben wir das gemacht und ja, das war auch, also hat mich gut getragen halt so. Und ich weiß noch eine Situation da, wo es mir so scheiße ging und ich gesagt habe, Sonne, ich brauch dich. Und ich so wütend war und du einfach nur da warst. Ich meine, du hast gerade, wie du gerade gesagt hast, du hast gar nichts gemacht. Du warst einfach nur da und hast mir den Raum gehalten und ich konnte alles rauslassen. So. Mhm. Genau. Ja, das war echt auch, ja, irgendwie schon so ein Schlüsselerlebnis, glaube ich. Oder halt so schön, so, es braucht gar nicht viel, aber es braucht jemanden, der da ist und den Raum hält. Mhm. Ja. Und ja, das berührt mich gerade auch voll. Genau. Dann auch in, also als ich ja dann, nachdem wir singen waren und du also gesungen haben regelmäßig und du dann gemerkt hast, wow, das berührt auch tiefere Teile in mir, ja, was ja bei meiner Arbeit mit dem Singen fast immer der Fall ist, ja, weil einfach die Stimme genau das in Schwingung bringt, ja, und wenn wir mit unserer inneren Stimme dann in Kontakt kommen, dann kommen ja dann auch die Themen hoch, ja, die noch gesehen, gefühlt, bearbeitet werden wollen. Und du hast dich ja dann auch entschieden, wirklich in intensive, noch intensivere Arbeitsart mit mir einzusteigen, auch wirklich, ne, zu üben, auch dich zu zeigen und wirklich, ne, so echt jeden Tag eine Praxis zu machen und wirklich noch, ja, mehr Energie auch selber anzuwenden, ja, um das jetzt ja, in dir zu befreien und weiterzubringen, was dir am Herzen liegt. Und gerade hast du schon, ne, wo es dich berührt hat, das ist ja schon einer der Punkte, wo du so eine Sehnsucht hast. Weil wir sind ja, also meine Frage war immer noch, ich möchte noch gerne ein bisschen rauskitzeln aus dir, was ist das, was einen bewegen kann, zu mir zu kommen? Ja? Also was hat dich bewegt? Welche Sehnsucht war in dir lebendig oder ist auch vielleicht heute noch in dir lebendig, ja, die dich das machen lässt überhaupt? Weil ich meine, da sind crazy Sachen dabei, das, na, da muss man sich auch immer wieder mal seinen eigenen Schweinehund über Bord werfen, überhaupt dahin zu kommen, ja, überhaupt dahin zu gehen, überhaupt das zu buchen, überhaupt sich das zu trauen, ja, so intensiv zu arbeiten mit jemandem. Also was steckt da für eine Sehnsucht dahinter? Magst du auch davon was preisgeben? Ja, ich glaube, die Sehnsucht ist nach mehr Verbundenheit und halt mehr meins zu leben. Also dass ich irgendwie mehr weiß, warum ich hier bin und oder mehr spüre, warum ich hier bin und was ich noch beitragen kann hier, weil sich, ja, es ist immer so mein Satz, ich mag immer irgendwas Sinnvolles machen und bis jetzt, ja, fühlt sich meine Arbeit oder so noch nicht so sinnvoll an.
Und das ist die Sehnsucht, dahin zu kommen, dass ja, sich mein Leben jeden Tag sehr sinnvoll anfühlt. Ja. Ich weiß, was ich mache und warum ich es mache. Und Ja. ja. Und auch die Sehnsucht nach Verbindung. Das hast du jetzt auch gerade gesagt. Und es ist was, was ich auch so schön finde. Also die Verbindung zu dir selber, auch die Verbindung zu zu den Menschen um dich herum, zu deinem Partner, zu deinen Freunden, einfach wirklich so satt im Zentrum so zu sein, ne, von einer funktionierenden Gemeinschaft, ja, im weiteren Sinn, ja, in deinem Leben wirklich, also dass da eben auch mal Menschen da sind für dich und dass du auch für Menschen da sein kannst und dass einfach wirklich so eine Verbundenheit zum Leben auch, ne, und auch zu den Menschen. Das ist ja auch eine schöne Vision, die du mit mir geteilt hast, wo du hin möchtest. Magst davon auch ein bisschen was erzählen? Wie ist dein Leben, wenn du wirklich ich sag jetzt mal, die Blockaden gelöst hast oder das, was da dazwischen steht, zwischen dir und deiner Vision? Ja, wo siehst du dich, ja, jetzt in den nächsten Jahren? Ja, magst davon auch ein bisschen was erzählen? Ja, ich sehe mich irgendwo wohnen in der Natur, in der Gemeinschaft, mit einem Garten und wo ganz viel Raum ist. Also ja, viel Raum und Garten und Natur ist, aber auch Raum für ja, Forschen oder ja, also dass ich mich entwickeln kann, dass ja, wie, also auch die Menschen sich gegenseitig unterstützen und motivieren und jeder für jeden da ist und man sich aber auch mal zurückziehen kann. Und genau. Also mehr die Gemeinschaft und weniger konsumieren auch und mehr das Zusammensein genießen und singen und tanzen und auch mit der, ja, der Erde danken, dem Leben danken, so das Leben feiern. Mega schön. Und so auf dem Weg, wir sind ja mittendrin, ja, unser Coaching-Raum ist ja noch nicht zu Ende, ja, wir sind ja mitten im Prozess, mitten auf dem Weg. Und wir haben ja, bevor wir jetzt das Interview gestartet haben, schon festgestellt, dass da sich gerade voll viel tut, ja. Ist es denn schon in Worte zu fassen? Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Wo merkst du das, dass sich voll viel tut gerade? Was verändert sich? Wie würdest du es beschreiben? Ja, es ist so in so kleinen Momenten irgendwie, wo ich dann merke, ah, früher hätte ich anders reagiert oder so, oder? Ja, genau, dass ich dann irgendwie so merke, ah, okay, jetzt kann ich mich da mehr drin beobachten und schauen, wie es mir gerade geht oder und nicht gleich in meine Wut gehen und total irgendwie das Kind sein, das halt wütend ist und so macht, sondern halt irgendwie mehr beobachten oder so. Ja. Oder mich damit dann auch zeigen und sagen, ich bin jetzt wütend, das nervt mich und ich will es so nicht mehr. Also, genau. Auch Voll so. cool. Und die Wutkraft, weil du es gerade ansprichst, du hast ja auch in den letzten Wochen ein ziemlich geiles Tool bekommen. Man sieht es ja auch im Hintergrund sogar. Und hast ja auch gelernt, ne, wie man die Wut auch wirklich zu einem ganz kraftvollen und heiligen Instrument machen kann, ja, wofür die Wut eigentlich da ist und praktizierst es ja jetzt auch, ja. Ich vermute, also seitdem merke ich, dass du echt, dass sich was bewegt, ja, dass dein Raum klarer wird und dass deine Präsenz klarer wird und dadurch dein eigentliches Wesen viel mehr Platz hat, nämlich dieses freudige, unschuldige Kind einfach, ja, dieses Strahlen, dieses Wah, ja, die Sonne, die dann aufgeht, ja. Kriegt dann Raum, wenn diese Wutkraft so geerdet wird von deiner Amazonen-Power, ja? Wie würdest du das beschreiben? Magst du ein bisschen was darüber erzählen, wie du das erlebst
Und ja, wovon rede ich eigentlich? Die Leute draußen haben ja keine Ahnung, was redet Ja, ich meine, da waren ja mehrere Sachen, aber ich glaube, du meinst jetzt hauptsächlich den Star, den ich ja tatsächlich jetzt erst seit einer Woche oder so nutze, aber ich merke echt, dass das so eine Kraft hat irgendwie. Und es war ja auch schon so, als ich den aus dem Wald geholt habe, dann bin ich ja mit dem heimgelaufen und der war noch länger. Und ich dachte mir so, oh ja, da fühle ich mich aber irgendwie anders. Und also es gibt mir so Sicherheit und Kraft irgendwie mit so einem Stab in der Gegend rumzulaufen. Es war echt interessant. Und jetzt stand der ja lange rum und jetzt hat er eine Berechtigung oder noch eine Aufgabe. Ja, und es macht echt was. Also ich habe auch eine Ehrfurcht davor so. Und Aber wozu es nutzt du ihn? Magst du es mal ganz klar benennen, damit ja. wir dann auch wissen, worum es geht? Also ich benutze ihn, um Entscheidungen zu treffen. Also um mich ganz klar, also ich würde es auch ausrichten nennen. Ich richte mich aus. Ich entscheide mich für was und ja, gebe das dann in den Stab und also jetzt mal ganz praktisch gesehen, halte ich ihn hoch und schlag ihn dann auch vor mich runter, um das halt noch ja energievoller zu machen oder halt auch ins Physische zu bringen. Ja, genau. Du bringst es dann ins Physische. Ja. Du erdest deine Entscheidung. Ja. Die wird von der Vision auf die Erde, wie so ein Blitz, der einschlägt, ja, geerdet. Das ist das, was halt diese geilen kleinen Wunder, kleinen und großen Wunder beschert. Ja. Weil das ist nicht zu unterschätzen, ja, wenn eine Frau in ihrer Klarheit mit in Verbindung mit ihrer Wutkraft, ja, Entscheidungen trifft und diese wirklich erdet, ja. Und da ist jetzt auch in den letzten Tagen haben sich ja so ein paar so zähe Geschichten, teilweise die sich ewig gezogen haben oder wo es innerlich so war, ja, so zack geklärt, ja. Zack geklärt. Zack geklärt, ja. In Verbindung mit dem, was, na, was so wunderschön, wie du in die Hingabe und in dieses Loslassen kommst, ja. Einfach Entscheidung treffen, loslassen, hingeben, nichts mehr kontrollieren müssen, nichts mehr nachprüfen und dadurch wieder festhalten, sondern ja, ich treffe meine Entscheidung und ich empfange, ja, ich empfange. Mega cool, mega schön. Ah, ja. Es gäbe so viele Worte für das alles und ich merke gerade irgendwie doch, keins davon beschreibt eigentlich das, was wirklich passiert. Ne? Oder? Ja, es ist echt so. Ja, und eigentlich, ich finde auch. Eigentlich denke ich so, hä, wieso ist es jetzt eigentlich anders? Ich mache doch gar nichts so. Also, weißt du, es fühlt sich ja jetzt nicht so an, als würde ich mega irgendwie was machen oder müsste mich jetzt anstrengen oder so, sondern manchmal denke ich auch einfach, ah, jetzt okay, irgendwie ist es anders. Gut, okay. Sehr geil. Ja, es darf nämlich schon noch leicht gehen, gell? Aber was man halt schon noch sagen muss, ist, also in den Sessions selber, ja, da darf ich dir ja sehr, 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 sehr nah sein, ja. Ich darf ja wirklich mit dir bis an den Kern von diesen ganzen Sachen gehen, ja. Und es darf auch echt emotional sein, es darf dich berühren, ja. Und wir dürfen ja da so schnell und so tief an den Kern kommen, gemeinsam. Und den dann auch drehen, ja, transformieren oder auch loslassen. Manchmal geht es einfach wirklich nur um das Loszulassen. Und du nimmst ja das, was du da lernst, mit in deine tägliche Praxis, ja. Auch wenn du sie nicht immer machst, auch wenn du sie manchmal nur kurz machst oder im stillen Kämmerlein und dich nicht immer zeigst damit, in der Facebook-Gruppe zum Beispiel, ja. Und dennoch hat genau diese Kombination genau die Wirkung, dass dann im Leben, ja, einfach die Dinge sich neu sortieren und neu ordnen dürfen und es ganz leicht sein darf, ja? Weil die Hauptarbeit, die machst du halt woanders, ja? Ja.
Und das ist das Coole, ja. So funktioniert's mit all diesen Magic Tools. Ja. Ja, voll schön. Gibt es denn zur Arbeit selbst noch was oder zur Arbeit mit mir selbst noch was, was du noch zum Ausdruck bringen magst? Irgendwas, was dir jetzt gerade in dein Herz kommt oder in den Sinn kommt? Ja, ich finde es auch schön, das mit der Gruppe jetzt, also mit der Facebook-Gruppe und dass da auch andere Frauen sind. Das finde ich schön. Also am Anfang muss ich sagen, war ich ja ein bisschen skeptisch oder so und habe gedacht, mal schauen. Aber jetzt finde ich es echt schön, ja, auch die mitzukriegen und so und mich zu zeigen und so ein bisschen zu teilen oder, also ich meine, ich kenne die ja gar nicht, aber trotzdem hat man irgendwie eine Gemeinsamkeit oder durch dich halt und das ist echt schön, ja, da ein bisschen halt, ja, teilzuhaben, genau, teilzuhaben an dem anderen oder an der anderen, ja. Ja, voll schön. Du warst es auch gewohnt, ne? So einzeln, einzeln, einzeln zu sein und so ganz. Und dann ja, hat sich das ja ein bisschen erweitert und ich auch mit dem Hintergrund wirklich zu gucken, also tu dir ja nicht irgendwelche Leute rein, sondern ich schaue immer genau, ne? Wer ergänzt sich da gut? Ja, wo passt die Energie schön zusammen, sodass das wirklich ein heiliger Raum sein kann, wo weiterhin dieses ganz, ganz Feine, was man ja aufbaut, wenn man diese Arbeit macht, ja, und dieses auch sehr Intime und teilweise, ne, es fühlt sich auch manchmal sehr verletzlich an, ja, was man da teilt und wie man sich zeigt. Das sind nicht immer nur Sonnenschein, ja, sind ja auch einfach neue, deswegen macht man das ja, dass man auch neue, dass man das gewohnt wird, auch Anteile von sich zu zeigen, die man sonst versteckt. Ja, da geht es ja auch um Sichtbarkeit und Selbstliebe in diesem Raum und deine Magie und das ist wunderbar, wenn dann auch noch abgesehen von mir, ja, dann auch noch andere so feine Wesen mitschwingen, mitfühlen und auch Feedback geben und einfach bezeugen, ja. Voll schön, dass du dich da mitnehmen hast lassen und dich darauf einlässt. Ja, total Ja. schön. Das freut mich auch sehr. Können alle mehr voneinander profitieren, weil das ist das, was dann Schwestern schafft. Ne, das Gefühl, auch wenn man Ja. sich nicht kennt, ja, aber euch verbindet die Praxis. Euch verbinden die Tools, euch verbindet die Praxis, euch verbindet die Ausrichtung. Ja, und dann können auch wieder so diese heiligen Tempelraum-Erinnerungen wieder, ne, an denen können wir so anknüpfen, wenn wir dann, auch wenn das eine Facebook-Gruppe ist, ja, klingt vielleicht komisch, aber das kann wirklich einfach diesen Tempelraum, wo wir erst nicht 3 Stunden hinpilgern müssen, sondern jetzt, ja, können wir uns da drin verbinden. Das ist der Raum, der ist heilig, das ist dein Tempel und das sind meine Schwestern, ja, und sonst niemand. Der ist safe, der Raum. Und ich kann da in Verbindung sein. Ja. Und das ist so eine tiefe, alte Sehnsucht auch und gleichzeitig auch was, was sehr verwundet wurde in ne, den letzten Jahren, Jahrhunderten wahrscheinlich. Und wo wir aber so wieder so heilen können, ja, wenn wir wieder vertrauen können, auch einander als Schwestern, als Frauen, die sich bezeugen in Liebe, füreinander da sind. Das ist ja auch was, wonach du dich auch sehnst, ja, wonach du auch. Was du mir erzählt hast, als du dann gekommen bist, um ne, ins Coaching, in den intensiveren Raum zu kommen. So diese Sehnsucht wirklich nach Verbindung. Ja. Voll schön. So heilig. Werde ich auch gleich wieder ganz demütig, dass ich solche Räume, ist für mich auch so ein Genuss, weißt, wenn ich dann manchmal da mein Frühstücks-Matcha noch trinke und dann da reinschaue und dann da sitze und so, oh, dann kullern mir die Tränen einfach vor so viel Heiligkeit, ja, und ich darf das mitten in meinem Leben haben, ja, als Start in meinen Tag, diese wunderschönen Frauen, dich da zu sehen, ja, puh, in deiner Kraft und Schönheit, ja, bin ich auch so mega dankbar, ja, dass ich mir diesen Beruf, diese Berufung schenke. Ah, voll schön. Und das heben wir für dich ja auch, gell? Deine Berufung, deinen Sinn im Leben, deine Aufgabe hier. Und
Kannst dich schon mal drauf freuen. Ja. Ja, dann würde ich dir noch eine abschließende Frage stellen wollen, Christina. Wenn es jetzt von dir nichts mehr gibt, was jetzt so auftaucht. Mich würde natürlich interessieren, wem du die Arbeit mit mir empfehlen würdest. Was sind das für Menschen, an die du da denkst, ja, denen du meine Arbeit empfehlen würdest oder mit mir einzuchecken und warum? Also ich glaube ja in erster Linie Frauen wahrscheinlich. Wobei es auch nicht unbedingt nur Frauen sein müssen. Und einfach ja auch die ja auf der Suche sind oder auch irgendwie den Sinn suchen, sich selber lieben wollen, da noch. Also ich finde, das ist ein großes Thema, die Selbstliebe und Selbstakzeptanz. So, genau. Ja, die so einfach ihren Weg suchen und auch was Tolles in der Welt machen. Machen wollen, ihren Beitrag leisten wollen. Weil ich finde, da bist du ein großes Vorbild. Oder halt, ja, es ist so schön, dann in deiner Energie da so zu baden. Ja. Ich weiß nicht, ich tue mir gerade ein bisschen schwer, weil ich so, ich will nicht dauernd sagen, ja, Menschen, die ihren Weg verloren haben oder so, weil das klingt dann immer so negativ, aber. Naja, es fühlt sich wahrscheinlich auch negativ an, wenn man seinen Weg Ja. verloren hat. Darf sich Ja. auch so anhören. Ja. Why not? Genau. Ja, es gibt Menschen, die haben ihren Weg verloren, die fühlen sich alleine. Ja. Die lieben sich nicht. Die wissen nicht, warum sie jeden Tag aufstehen sollen. Ja. Was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Das ist auch einfach scheiße. Ja. Ja. Ja, und die aber einfach spüren, dass da noch mehr ist. Die eben auch Verbindung wollen und ja, oder sich jeden Tag ausrichten wollen, so und mehr in ihre Kraft kommen wollen, ja. Gibt es denn Leute, wo du sagst, für die ist es auf keinen Fall was? Vielleicht für welche, die so ein festes Konzept brauchen oder wollen. Oder die so, ja, irgendwie wissen wollen, was machen wir alles, oder halt so einen festen Fahrplan brauchen oder wollen oder so. Ich glaube, vielleicht für die, weiß ich nicht. Was glaubst du, würde ich denen dann sagen? Du würdest sagen, keine Ahnung, gibt's bei mir nicht, oder brauche ich nicht. Oder keine Ahnung. Ich meine, natürlich habe ich immer schon alles vorher geplant, ja. Und wenn wir 3 Monate arbeiten, weiß ich genau, in welcher Session genau welches Thema vorkommt, weil da geht es ja um mich und das, was ich durchziehen will. Und es geht auf gar keinen Fall um meine Klientin, ja, und was die braucht, interessiert mich ja nicht. Nee, natürlich gibt es keinen Fahrplan, ja. Es gibt eine riesengroße Werkzeugkiste. Es gibt ein riesengroßes Herz. Es gibt den Fahrplan, den du mir gibst. Und zwar in der Durchbruchsession hast du mir genau gesagt, wo du feststeckst und wo du hin willst. Das ist tatsächlich mein Fahrplan. Ich hole mir auch meine Mitschrift vor jeder Session raus und schaue mir an, okay, da will sie hin, okay. Und dann frage ich, ja, wie kann ich der allergrößte Beitrag sein, dass sie das erreicht, ja? Und dann das ist die Entscheidung, die ich treffe vor einer Session mit dir, bevor ich mit dir wirklich in tiefen Kontakt gehe. Und dann lasse ich los und dann schaue ich, ja, was bringst du mit? Ja? Was bringst du heute mit? Und meine Intention ist klar. Mein Stab ist geschwungen. Ja? Ich will Ja. der allergrößte Beitrag sein, dass du dein Ziel erreichst. Was anderes
das interessiert mich nicht. Darf ich mir nicht hier. Und wie wir das machen, das darf eine größere Kraft als mein planerischer Verstand entscheiden. Ja, da folge ich. Ja. Von daher, ja, geil. Es gibt ja so Leute, ne? Die wollen das genau wissen. Ja, damit kann ich nicht dienen. Mhm. Wie ist es mit Leuten, die nichts verändern wollen? Sind die bei mir richtig? Wie würdest du das einschätzen? Nee, weil dann bringst du auch nichts irgendwie. Also, ja. Wenn man, oder ja, Leute, die dann immer dagegen reden oder alles in Frage stellen oder so. Ich glaube, manchmal muss man einfach was tun und siehe da, es bringt was, auch wenn man es nicht versteht. So. Auch wenn man sich vielleicht denkt, so, oh mein Gott, was mache ich da? Okay, ich mache es einfach. Oder? Die Sonne hat gesagt, ich probiere es einfach mal aus. Ja. Man muss sich schon auch ein bisschen führen lassen können, ne? Mhm. Ja. Ja. Um dann wieder zu lernen, wie man sich selber führt. Ne? Mhm. Ja. Ja, oder halt auch mal, ich meine, klar kommt mal der Verstand, der dann irgendwie sagt, warum mache ich das jetzt jeden Tag? Bringt es eigentlich irgendwas? Aber dann ist da, also bei mir ist da zumindest trotzdem immer so ein, ja, irgendwas bringt es schon, auch wenn ich es noch nicht verstehe. So. Mhm. Ja. Ist halt auch ein Anker, so jeden Tag, den ich habe. Ja. Ja, und vor allem ne, in der Welt, in der wir leben, wir sind als feine, wahrnehmende Wesen ständig umgeben von Zeugs, was uns nicht dient. Von Gedankenformen, von Glaubenssätzen von anderen, von diesen ganzen Buchstaben, die da im Äther rumfliegen, ja, die wir halt auch wahrnehmen. Und wenn wir uns nicht ausrichten auf unseren Kern, auf unsere Wahrheit, auf unsere Ziele und fokussieren und bündeln, dann kann uns das sonst womit hinziehen die ganze Zeit. Ja? Mhm. Und wir leben dann nicht das Leben, was wir leben, sondern wir leben das Leben von anderen Leuten mit. Ja? Und das machen ja viele und deswegen sind ja viele so unglücklich, weil sie gar nicht ihr eigenes Leben leben. Und dafür ist Ausrichtung da, dafür ist es da, dass wir die Sachen, die wir in den Sessions erarbeiten, auch die neuen Kraftsätze zum Beispiel und so weiter, dass wir das echt integrieren, ja? Damit wir in den Momenten, wo wir mal einen schwachen Moment haben oder nicht so ganz präsent sind, trotzdem unser eigenes Leben leben, ja, und nicht aus Versehen wieder in die Fahrbahn von jemand anders rutschen, weil der es gern so hätte, sondern wir bleiben in Verbindung mit uns selbst und das müssen wir immer wieder erneuern. Ja. Das ist ein Training. Ja. Mhm. Ja, und wenn wir dann erleuchtet sind und dann sowieso immer, was weiß ich, ja, in der ewigen Alleinheit verbunden sind, dann müssen wir wahrscheinlich es genauso machen. Gibt es ja auch so viele schlaue Sprüche, so vor der Erleuchtung, nee. Nach der Erleuchtung ist vor der Erleuchtung. Ja? Das ist einfach immer wieder neu, jeden Moment. Und ja, dafür ist es da, wirklich die Praxis auch umzusetzen. Ja. Und sieh da, es bringt was. Ne? Auch wenn man oft keinen Bock hat drauf. Oder? Gibt's das? Hast du manchmal keinen Bock drauf, dich auszurichten? Eigentlich habe ich schon meistens Lust drauf, weil ich es auch schön finde. Es ist dann immer eher so die Zeit irgendwie und dann nicht, okay, ich mache es jetzt trotzdem und ich muss ja nicht alles sagen, sondern halt dann die Kurzversion und so. Aber ich genieße es dann auch, wenn ich Zeit habe, alles zu machen. Ja, ja. Ja. Die Zeit. Ja. Voll schön. Dankeschön, Christina. Ja, danke dir. Mir hat es auch voll Spaß gemacht. Und ja. Schön. Gibt es irgendwas zum Abschluss zu sagen? Oder passt es, wie es ist? Hm. Nee, ich möchte einfach nur Danke sagen dir. Und ich glaube, es kommt einfach darauf an, also das ist, also weißt du, es passt einfach. Also wir haben eine Resonanz oder ich habe eine Resonanz mit dir und das ist wichtig. Ja, okay. Wenn das nicht da ist, dann ja, die richtigen Menschen kommen schon. Mhm. Und ja, genau. Ja, danke. Mhm, ja. Voll schön. Ja.
That's it. Wenn man verabredet ist, dann spürt man das auch, gell? Voll schön, ja. Danke. Ja, alle, die jetzt da draußen rausfinden wollen, ob sie mit mir verabredet sind, einfach in die Durchbruchsession kommen. Wir finden es einfach raus. Ja. Meistens, wenn du schon bis hierher geschaut hast, könnte es schon sein. Irgendwas da dran ruft. Ja, trau dich einfach, trau dich, meld dich. Wir schauen uns an, wo du stehst, wo du hin willst. Und dann können wir vielleicht in ein paar Monaten auch so ein schönes Interview führen. Kann auch mal sein. So, allen, die Christina. Vielen Dank. Danke.